So, meine lieben Schatzis, hallo und willkommen zu Let's Play Darksiders mit Krieg und Javaheizung LP. Wir gehen weiter. Wir haben uns im letzten Teil. Ach, ihr wisst auch schon Bescheid, dass ich von Samael hier hingeschickt wurde. Aber ich meine, ich mache das ja eigentlich nicht, damit Samael Kraft zurückbekommt. So ist es ja nun nicht. Sondern damit ich in den Turm reinkomme oder so war das. Naja, also im letzten Teil sind wir ein bisschen sinnlos durch die Gegend gelaufen. Das Spiel ist gerade nicht so flüssig, wie ich es mir wünschen würde. Würde mich freuen, wenn das hier jetzt gleich aufhört mit dem bisschen Geläge. Ja, wir haben außerdem, haben wir jetzt ja die Schatzkarte gefunden und, komm, hau das Ding doch zu Schrott. Das Viech kann doch nichts. Okay, sehr gut. So, ja, wie gesagt, also im letzten Teil. Okay, hier können wir weiter. Dann will ich aber vorher nochmal gucken, was da hinten in der Truhe drin ist, die da hinten angezeigt war. Da hinten, da sind Lebensseelen drin. Das hilft uns gar nicht mal. Wow, hi. Es geht. Alles klar bei dir? Schön, freut mich bei mir auch. Rums. Wofür ist das Teil da? Ach so, um die Schleuse aufzumachen. Gut, dass wir hier waren, weil wir hätten hier eh nochmal hingemusst. Also im letzten Teil sind wir sinnlos durch die Gegend gelaufen, weil ich gedacht habe, dass da hinten noch irgendwelche Secrets und Schätze drin wären. Da lag ich falsch. Deswegen sind wir jetzt wieder hier und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, euch hat das im letzten Part nicht zu sehr genervt. Wenn doch, tut es mir leid. Man ist es von mir gewöhnt, dass ich nicht der allerbeste Spieler bin. So, wieder aufwärts und damit tauchen wir hier auf. Hier ist soweit nichts, also geht's weiter geradeaus. Hier durch, hier durch, hier durch. Wir wissen jetzt, wo noch Schätze sein müssten und hier sind ganz, ganz viele Viecher. Und es ist ein mega großes Gebiet, so wie es aussieht. Okay. Ich glaube am Anfang das Beste ist jetzt erstmal runter zu gehen. So. Hier ist nichts. Das können wir kaputt machen. Hier ist auch nichts. Gut. Oh, diese dramatische Musik. Wow. Wow. Wo kommt das ganze Wasser her? Schuss verpasst. Komme ich hier irgendwie hoch? Nein, sieht nicht so aus. Da wohl auch nicht. Boah, ey. An den Rohren hier kann ich mich auch nicht festhalten. Ich muss hier doch irgendwo hochkommen. Entschuldige mal. Momentchen. Ich muss hier hoch. Das funktioniert auch nur ganz knapp nicht. Okay. Okay. So, hier hinten kam das ganze Gesöffs hier raus. Okay. Hier war nichts drin. Okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Das muss doch irgendwie gehen. Hier vielleicht? Nein, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Was ist los? Ich weiß gerade echt nicht, was von mir gefordert wird. Hier vielleicht? Nee, das ist ja noch höher. Das kann ja nur nicht sein. Ich weiß gerade nicht, was von mir gefordert wird. Ich sehe es gerade nicht. Also ich sehe gerade echt nicht, was ich machen soll. Gucken wir nochmal auf den Boden. Ah, Momentchen, 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 Momentchen. Hier links konnten wir doch rein.
Aha, okay, hier ist irgendwie... Ah, okay, okay. So, über uns soll irgendwo was sein. Ich denke mal, als allererstes müssen wir aber hier rüber. Dann da dran, da dran, da dran. Da nicht dran. Okay. Da ist ein Zornkern, da wollte ich also erstmal rüber. So, mach mal auf. Bruchstücke von Zornkern. Sehr gut. Jetzt zurück. Hier wird, denke ich mal, wenn ich das auseinanderhaue, ja, noch mehr Wasser dazu kommen. Wupp. Okay, ist hier noch irgendwo eine Truhe? Ja, da hinten soll irgendwo eine Truhe sein. Ach so, hier wahrscheinlich. So kann man sich irren, oder was soll das jetzt hier? Okay, achso, hier an der Seite können wir noch rein, oder was? Ja, okay, gut. Hier gibt's nochmal Leben, das können wir uns nochmal holen. Okay, jetzt gehen wir hier unter. Jetzt können wir uns nämlich alle mal kreuzweise. Jetzt schwimmen wir mal eben hier rüber und dann geht's weiter. So. Hier rein. Hier kommen wir auch nicht her, ne? Nein. Nein, nein, nein. Hier kommen wir nicht her, oder? Oder doch? Wo sind wir? Spiel, beruhig dich. Boah. Alter. Liegt es am Spiel? Also mir ist vorhin das Stürz an einer Stelle, deswegen den Part nehme ich gerade so ein bisschen zum zweiten Mal auf. Ich weiß gerade nicht, was das soll. Ich weiß nur, dass es so nicht wirklich spielbar ist. Ich mache mal kurz einen Cut, ich bin sofort wieder da. Sekunde. So, Hallöchen und willkommen zurück. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Wir waren hier übrigens gerade falsch. Deswegen schwimme ich schon mal zurück. So, hier sind wir nämlich gerade hergekommen. Wir müssen genau auf die andere Seite von diesem Wasserpfad hier, was auch immer das sein soll. Genau dahin, wo da hinten die Viecher sind. Hauptsache... Truhen sehe ich jetzt hier wirklich gar keine mehr. Oh, 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 oh. Warum sind hier so viele Viecher? Okay, wir nehmen die mal eben alle mal auseinander. Weil wir es können und weil wir dann kein Leben verlieren. Bietet sich das gerade mal an. 12, 13, mal sehen, ob wir eine neue Kombo schaffen. 15, 16, 17... Okay, wir haben die Kombo verkackt und wir haben sogar noch Leben verloren. Alter. So. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Jetzt geht's hier hoch und dann geht's auch weiter. Ja, jetzt läuft die Aufnahme auch wieder deutlich flüssiger. Das ist schön, so soll das. Was finden wir hier? Okay. Das sieht mir nach... Es gibt keine Wiederkehr aus. Das heißt, ich speichere mal ganz kurz. Hier unten den Spielstand. So, und dann geht's ab. Wo auch immer wir jetzt hinkommen. Wow. Okay, das mache ich schon mal kaputt. Schaden kann das ja nicht. Und was finden wir hier? Die Quälerin. Okay, Quälerin, Power, wow. Was geht mit ihr? Okay, sie macht wieder ihren komischen Strahl. Und diesen komischen Kreis, den wir das letzte Mal
angegriffen haben. Ah. Können wir nicht auswählen. Ah. Hilfe. Okay, das ist natürlich echt doof, dass wir die Dinger jetzt gerade hier nicht wegmachen können. Ich habe jetzt gerade absolut nicht gesehen, dass wir hier irgendwas auswählen könnten. Okay, den einen können wir jetzt wieder auseinanderhauen. Bitte warte kurz, lass mich das eben machen hier. So, okay. Sehr gut. Und am besten auch den hier. Nein, da war ich zu spät. Fuck! Ja. Okay, ich denke mal, dass wir mit dem Waggon da hinten arbeiten sollen. Aua. Das ist ein ganz lustiges Vieh, ne? Meine Güte. Okay, der eine, das eine Ding können wir gerade auseinandernehmen. Das war mega knapp. Aua. Okay, wir lernen dazu. Wir dürfen auch nicht zu nah an das Viech rangehen. Bitte tau doch auf. Ja. Sehr gut. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal alles Eis hier entfernt. Dann gucken wir mal, ob uns das jetzt irgendwas bringt. Abgehen. Okay, ja. Wow. Wow, die schießt den Wagen zurück. Okay. Dann kriegst du den... What the fuck? Aua. Meine Aufnahme schmiert mir gerade mega ab. So, dann bin ich wieder. Ich hoffe, dass ich das jetzt... Also ich habe gerade einfach die Aufnahme nochmal abgebrochen, nochmal neu gestartet. Ja, genau, du kriegst das Ding nochmal gegen Fuß. Okay, jetzt bricht es zusammen. Das heißt, ich denke mal, jetzt kann ich sie hier verletzen. Ja, genau. Okay, alles klar. Was ist los? Wo soll ich hinfeuern? Alter. Ah, ich bin blöd. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie ich sie verletzen kann. Was geht denn jetzt mit ihr? Wow. Wow, was ist los? Was, wie viele sind denn das? Alter. Alter, nein. Okay, das ist gar nicht mal so scheiße. Ich kriege hier nämlich ordentlich Leben zurück. Ich hab verstanden, wie ich das Ding verletzen kann. Also, die hat ja diesen blauen Knubbel in der Mitte. Der war vorher, glaube ich, nicht blau. Auf jeden Fall denke ich mal, dass das diese Signalfarbe für diesen Tremmerhandschuh sein soll. Den wir ja jetzt haben. Den wir auch erst bei der Quälerin bekommen haben. Was ist denn los? Ich habe Angst vor diesem Strahl. Und ich werde angerufen. Das passt mir gerade gar nicht. Sekunde. So Leute, heute ist richtig Action hier in der Aufnahme, man merkt das schon hier, die Olle geht total ab und ich werde angerufen und die Aufnahme kackt ab und hast du nicht gesehen. Alles unselbstverschuldet, ich kann da nichts für, ja, kick mal das Teil zurück, komm. Bam! So, und jetzt nochmal wieder nach vorne und direkt hinterherlaufen. Wow. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Trauma-Handschuh funktioniert. Abgehen. Wow, Hilfe. Und jetzt ruft sie wieder ihre Viecher. Das ist ein mega Geräusch, finde ich. Richtig dröhnend. Geil. Ein richtiges Horn. So. Ja, kommt her. Kommt alle her, ihr Mistviecher. Ist immer gut. Gibt mir nämlich Leben wieder. Ah. Lass mich in Ruhe. Wow. Und jetzt geht das wieder los. Was soll denn das? Mein Gott. Hört ihr das? Das ist mein Gamepad.
Hä, jetzt geht's auf einmal wieder. Muss ich nicht verstehen, oder? Wenn ich mein Gamepad jetzt auf den Tisch lege, dann brummt das so richtig laut durch die Vibration. Ja. Volltreffer gegens Bein und zurück, Marsch, Marsch. Ja, genau. Und weiter geht's. Jetzt kommen die Steine von der Decke, ne? Ja, genau. Und der Erste, der trifft mich immer. So, die Frage ist, treffe ich jetzt den Kern? Ja, treffe ich, alles klar. So, richtig abgehen da drinnen. Ha, und du hast mich noch nicht mal getroffen, du blödes Mistvieh. Ja, jetzt lässt du wieder deinen komischen Insektensturm da los. Mich juckt das gerade nicht, dass der Teil eigentlich schon so langsam zu Ende ist. Ich habe zwischendurch ja diese Probleme gehabt, ich bin gerade gar nicht so sicher, also... Der Part läuft jetzt bei mir seit 25 Minuten oder so, aber ich mache jetzt hier den Kampf noch zu Ende und dann speichere ich ab. So sieht's aus. Gleich müsste sie wieder abgehen. Und deswegen verziehe ich mich jetzt schon mal wieder hinter meinen Waden hier. Der schützt mich nämlich vor diesem komischen Laser, so wie es aussieht. Und die Viecher geben mir Leben zurück und das ist... Also ich muss sagen, ich finde, es ist jetzt kein übermäßig schwieriger Kampf. Wenn man mal anguckt, meine Lebens... Leiste sieht eigentlich relativ respektabel aus. Und los. Ja, da guckst du doof, ne? Erstmal voll den Waggon gegens Bein gekriegt. Olle. So, und weiter. Zweite Runde. Und der trifft mich jedes Mal. Ich bin zu faul, dann wegzugehen. Ich möchte dann möglichst schnell jetzt den Kampf hier beenden. Yo, 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 yo. Ja, komm schon. Ich hau dir richtig ins Herz. Alter. Aua. Da habe ich kassiert. Sie verändert auch ihr Bossmuster nicht wirklich, ne? Es ist immer wieder dasselbe. Jetzt kommen wieder die Insekten. Dann verfolgt sie mich wieder mit dem komischen Laser. Die Insekten, muss ich ehrlich sagen, die sind zwar nervig, weil es so viele sind. Ah, Hilfe. Aber eigentlich sind die gut, die geben mir nämlich Leben wieder. Und das ist bei so einem Bosskampf relativ selten, dass man im Bosskampf nochmal Leben kriegt. Das ist eine nette Sache. Ich glaube nicht, dass das so negativ für mich ausfällt mit den Viechern. Zack. Kick's wieder zurück. Kick it like Beckham, komm schon. Bam, jawohl. Und Runde 2. Und weg hier, weg hier. Ach, ich habe schon wieder nicht geschafft, mich zu verpissen. Habt ihr das gemerkt? Ja, guckst du doof, ne? So. Aua. Yo, Krieg, besorg's ihr richtig. Bringen Sie Samael das Herz der Quälerin. Ja, das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Die Quälerin ist besiegt. Wir kriegen einen Lebensstein dazu. Wir kriegen das Herz des Auserwählten. Und unser Beobachter quatscht bestimmt gleich auch nochmal mit uns. Oder auch nicht. Doch. Zwei erledigt, zwei übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm. Dann fängt der richtige Spaß erst an. Und jetzt, lass uns das Ding zu Samael bringen. Ich hab dem Beobachter gerade den Wagen ins Gesicht gehauen, super. Ja, wir bringen das Herz zu Samael, aber erst im nächsten Teil. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Teil, oder? Ja, wir machen das noch eben, wir nutzen hier einmal diese, dieses Ding hier. Damit kommen wir beim Schwarzen Hammer raus, bei Ultan. Willkommen zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Nicht wirklich, nee. Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der Schwarze Hammer.
Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter, ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Jo, und damit haben wir noch eine neue Waffe dazu bekommen. Der Part, wie gesagt, dauert jetzt ein bisschen zu lange. Aber egal, wir haben Gnade bekommen. Muss ich erstmal auswählen. Das geht da. Können wir jetzt zuweisen, zum Beispiel dahin. Jetzt können wir hier so und hier ist Gnade. Unendlich Munition. Kann man noch trimmen? Meiner Meinung nach nicht unbedingt so die empfehlenswerteste Waffe. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ebenso Krieg. Wir sehen uns im nächsten Teil und tschüss.